Abend. Hallo. Ja, liebe Mitglieder, Freunde, Familienmitglieder und alle Sportbegeisterten, die uns so kennen. Es ist Samstagabend, wie am Donnerstag bereits im ersten Video versprochen, sind wir hier, um euch zu ein paar Fragen noch einmal Rede und Antwort zu stehen. Vorher wollen wir noch ein paar Sachen loswerden, die uns einfach wichtig sind, die wir gerne nochmal angesprochen haben wollen. Ihr habt uns bereits im Frühjahr zum ersten Lockdown sehr viel Solidarität und Unterstützung entgegengebracht. Ihr habt uns mit euren Mitgliedsbeiträgen unterstützt, ihr habt uns tröstende Worte gespendet, ihr habt uns aufgemuntert, uns animiert durchzuhalten, und das ist einer der Gründe, warum wir auch natürlich jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken werden. Wir werden wieder alles daran geben, die nächsten 4 Wochen irgendwie gemeinsam mit euch zu überstehen. Vielen Dank noch einmal für eure Unterstützung. Danke. Seit der Wiedereröffnung am 28.05. hatten wir viele schöne Gespräche, viele schöne Wiedersehen, die wir in Anführungsstrichen feiern konnten. In den Gesprächen habe ich eine Sache immer wieder gesagt. So eine Situation wie die des ersten Lockdowns kann ich in meinem Leben kein zweites Mal gebrauchen. Und jetzt? Jetzt ist sie wieder da. Aber auch diesmal ziehen wir das hoffentlich gemeinsam mit eurer Unterstützung nochmal für 4 Wochen durch. Das vorab, jetzt geht es darum, wie geht es weiter. Wir haben gestern die Verordnung bekommen, also sie wurde online gestellt, bekommen tun wir sie persönlich ja nicht, und haben uns die zu Gemüte geführt und haben daraus jetzt erstmal die aktuellen Informationen für euch zur Verfügung gestellt. Wichtigste Frage zuerst, die sich euch natürlich stellt, die leider schon über die Medien sehr intensiv beantwortet wurde, ist die: Muss unser Studio schließen? Ja, leider. Auch wir werden am Montag bis einschließlich 30.11. schließen müssen. Wir werden allerdings am Montag auch sofort mit dem Gesundheitsamt wieder Kontakt aufnehmen und abklären, ob Individualtraining mit bis zu 2 Personen in den einzelnen Räumen wieder, so wie wir es im Mai auch schon mal hatten, möglich sein wird. Und wir werden auch abklären, ob gesundheitlich verordnete Maßnahmen, sprich Reha-Sport und Funktionstraining, weiter durchgeführt werden dürfen. So wie wir dann eine Rückmeldung vom Gesundheitsamt haben, werden wir euch diesbezüglich sofort informieren. Die zweite Frage, die sicherlich alle ganz brennend interessiert: Was ist mit meiner Beitragszahlung? Auch wenn wir aktuell nicht abschätzen können, wie sich das Ganze für uns wirtschaftlich entwickeln wird im kommenden Monat, haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir eure Solidarität nicht weiter überbeanspruchen wollen und werden auf einen Beitragseinzug im November komplett verzichten. Ja. Wichtig dabei ist, für alle die eventuell im Online-Banking schon sehen, dass der Beitrag eingezogen wird zum 1., das ist dummerweise am Mittwoch quasi schon an die Bank gereicht worden, bevor die Entscheidung unserer Bundesregierung bekannt gegeben wurde. Wir haben das bei der Bank storniert. Das heißt, es wird zu sehen sein, dass was abgezogen wird. Es wird aber nichts abgezogen werden. So viel dazu. Dritte Frage: Könnt ihr uns als Mitglieder trotzdem unterstützen? Natürlich könnt ihr das. Da wir nicht abschätzen können, wie die nächste Zeit verläuft, könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne mit einer Zuwendung unterstützen. Das heißt, jeder kann einen x-beliebigen Betrag
seinen Beitrag, was auch immer, das, was er vielleicht erübrigen möchte, uns gerne zur Verfügung stellen. Ihr könnt das gerne per PayPal schicken, ihr könnt das überweisen auf unser normales Konto, Bankverbindung werdet ihr dann auf der Online, auf der Homepage nochmal finden. Die werden wir dann nochmal veröffentlichen, zusammen mit den FAQs, die wir hier erarbeitet haben, sodass wir uns natürlich über jede Unterstützung freuen. Aufmunternde Worte, kleine Texte sind das, was uns gerade jetzt definitiv dann auch wieder über Wasser halten wird. Das ist das eine. Was uns allerdings auch sehr wichtig wäre, wir werden leider von der Politik immer noch nicht als Gesundheitsanbieter wahrgenommen, als systemrelevant, sondern wir stecken immer noch in der Schiene mit anderen Branchen wie Prostitution, Spielhallen, Freizeitvergnügen. Sind wir mal ganz ehrlich, die wenigsten von uns sind so richtig wirklich aus Leidenschaft, Begeisterung und weil sie ihre Zeit totschlagen müssen hier. 80% der Leute, die zu uns kommen, haben in irgendeiner Form gesundheitliche Einschränkungen, wollen ihre Lebensqualität verbessern, wollen Stress abbauen, alles solche Sachen. Und wir sehen uns da einfach auch in der Pflicht, da quasi aufzuklären und würden uns freuen, wenn ihr uns ein kleines Video, einen kleinen Text, irgendwas in der Richtung gern an die Pinnwand bei Facebook postet oder uns direkt zuschickt, dass wir das weiterreichen können. Einfach, in der ihr ganz kurz den Politikern mal erklärt, warum, wieso, weshalb ihr trainiert und warum ihr jeden Tag aufs Neue euren inneren Schweinehund überwindet, hier zum Training kommt und nicht einfach zu Hause auf der Couch hocken bleibt. Das wäre ganz toll. Die nächsten Fragen macht Gianni. Ja, sicherlich werdet ihr euch schon gefragt haben, ob wir wieder Equipment für euch verleihen. Die Nachfrage im Frühjahr war sehr groß und auch jetzt kommen schon die ersten Anfragen, sodass wir uns entschieden haben, so es unsere Möglichkeiten zulassen, auch wieder für euch Equipment zu verleihen. Wir würden euch bitten, im Gegenzug 15 Euro für den Verleih zu zahlen, da wir ja auf die Beitragszahlung im November verzichten und es doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber wir machen das sehr gern und deswegen klares Ja. Wir sind hier vor Ort tagsüber, also schreibt uns, telefoniert, sprecht uns einfach an. Was ihr vielleicht noch wissen wollt, wie könnt ihr euer Training weiterhin gestalten? Wie könnt ihr im Training bleiben? Uns ist es sehr wichtig, euch im Training zu halten. Das sehen wir als unsere Verantwortung, um aus den verschiedensten Gründen eben nicht wieder zurückzufallen aus dem Training heraus. Und deswegen werden wir auch wieder euch online unterstützen durch Online-Kurse. Wir sind gerade dabei, mit unserem Team einen Online-Kursplan auf die Beine zu stellen und werden euch das natürlich dann auch wieder veröffentlichen. Genauso wird es wieder Online-Workouts von unserem Team geben. Da gibt es bestimmt wieder sehr kreative Dinge, die ihr dann mitmachen könnt und viele Dinge mehr. Das werdet ihr dann auch über unsere Kanäle erfahren. Eine Sache noch, wie sind wir denn zu erreichen? Das ist ganz wichtig. Wir sind auf jeden Fall weiterhin telefonisch erreichbar. Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr. Wir werden mit Sicherheit hier auch größtenteils vor Ort sein, aber wir raten euch, ruft an, schreibt uns eine E-Mail, um sicherzugehen, ob jemand da ist. Und dann freuen wir uns auch, wenn ihr nur einmal vorbeikommt, um Hallo zu sagen und ein paar Worte loszuwerden. Okay, die Dinge, die wir hier zusammengetragen haben, findet ihr auf unserer Homepage. Das werden wir verschriftlichen nochmal, sodass ihr euch das da nochmal anschauen könnt und für alles andere. Falls Fragen dabei sind, die wir nicht beantworten können, kontaktiert uns einfach. Ja, alles wir klar. Sehen uns morgen hoffentlich nochmal zum Training. Wir haben extra nochmal bis 20 Uhr verlängert. Wir hauen den ganzen Tag nochmal alles, was wir an Kursen im Repertoire haben, rund um die Uhr raus. Könnt ihr euch gerne morgen früh noch schnell anmelden oder ihr kommt einfach vorbei. Wir tragen euch dazu. Noch sind Plätze frei. Nutzt das Ganze nochmal. Lasst uns hinterher noch ein
schnellen Scheidebecher nehmen und dann bleiben wir auf jeden Fall wie gehabt in Verbindung. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund. Bleibt gesund, ciao.